Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Basti und mit mir erfährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich mit Krypto-Trading zu tun hat. Wir traden bei Bitcoin bei 26.700 US-Dollar. Wir werden uns heute auch den Wirtschaftskalender anschauen. Wir werden uns den Wochenschluss und den Tagesclose heute angucken, was Bitcoin machen müsste, um jetzt hier einigermaßen glimpflich von dieser Situation wegzukommen. Und ihr seht heute auch nochmal mein bärisches Szenario. Das heißt, wenn du schon mal immer wissen wolltest, was so dieses absolute Worst-Case-Szenario nach diesen Drop, den wir jetzt gesehen haben, ja, sein könnte. Das erfährst du in diesem Video, deshalb legen wir direkt los. Let's go! Alright, lass auch gerne ein Abo da und gerne hier auch mal ein Like, würde mich sehr drüber freuen, schau gerne rein, werd auch du zum Bitbuller, let's go. Also, schauen wir uns das Ganze an auf dem 4-Stunden-Chart, es hat sich hier nicht viel getan die letzten 2-3 Tage. Seit unserem Abverkauf, den wir hier gesehen haben von knapp 4000 US-Dollar, ja, sind wir jetzt hier ein bisschen in diese Seitwärtsphase jetzt hier reingerauscht, aber man muss auch dazu sagen, mit Tendenz halt weiterhin nach unten. Wir haben auf dem 4-Stunden-Chart nicht einmal jetzt hier unseren 13er oder den 20er EMA re-getestet, also nochmal angelaufen, ja, dass wir hier zum Beispiel hochgehen, das Ganze nochmal anlaufen, dann nochmal abverkauft werden. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Das heißt, Stand jetzt ist immer noch ein mögliches Szenario hier, dass wir ein schönes bullisches Reversal hier reinkriegen, immer noch in Kraft. Ja, das kann auch dann sich hier bis Mitte nächster Woche dann durchaus noch hinziehen, je nachdem wie die Käufer und Verkäufer dann halt jetzt hier in den Markt reinkommen. Wenn keine Käufer und Verkäufer im Moment reinkommen und die Leute sagen, oh, warte ich mal lieber ab, dann kann das hier wieder zu einer sehr langen Konsolidierungsphase führen, ja, wo wir dann in irgendeine Richtung dann irgendwann mal wieder ausbrechen. Ja. Aber bullisches Szenario wäre ganz klar, nach einem sehr, sehr starken Abverkauf wie diesen, dass man dann hier einen schönen doppelten Boden reinbekommt, um dann hier dieses bullische Reversal zu schaffen, um Vector Candle 1, Vector Candle 2 und Vector Candle 3 nach oben hin abzuholen. Alles, was hier oben ist, eigentlich von 29.200 Dollar bis runter zu 26.800, ist ein massiver Short-Block, wo sehr viele Short-Positionen in diesem Markt jetzt hier drin liegen. Ja. Und das ist genau das, wo man wirklich sehr, sehr, sehr stark aufpassen muss. Bedeutet, hier oben liegt halt absolut krasse Liquidität, was die Market Maker sehr gerne höchstwahrscheinlich wieder abholen möchte. Dann schauen wir uns den MACD an. MACD hat bullish gecrossed, ja, war ja dann auch mit unserem RSI der Fall, schauen wir uns auch gleich an. Also bullisches Cross jetzt hier und zwar am Samstag, ja, gestern. Es kommt ein bisschen positives Momentum rein, aber am Kurs bewegt sich halt nicht viel. Das heißt, darauf kannst du jetzt erstmal nicht setzen. Wenn wir immer so ein bullisches oder bearisches Cross am Wochenende bekommen, würde ich dir empfehlen, das Ganze hier nicht zu beachten, weil erst das richtige Momentum und das richtige Volumen und vor allem das Trading-Volumen dann erst wieder am Montag reinkommt und das dann bis Freitag dann immer wieder andauert. Das siehst du nämlich auch ganz gut am Volumen. Klar, hier ging es natürlich richtig ab. Das war der Bereich, wo knapp 850 Millionen Long-Positionen rausliquidiert worden sind und seitdem ist das Volumen abartig krass nach unten gefallen. Ja, auch hier am Wochenende ist überhaupt nicht viel passiert. Es ist zwar ein bisschen mehr Volumen jetzt hier als in den vergangenen Wochenenden, wie man hier ganz schön sehen kann, ja, aber dennoch sehr, sehr geringes Volumen. Das heißt, jetzt am Wochenende erwarte ich erst jetzt mal nicht zu viel. Wenn es dann aber Richtung Daily Close und Weekly Close geht, heute Nacht, ja, 22, 23 Uhr, 1 Uhr, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Market Maker in eine gewisse Richtung drücken. Und ganz wichtig ist halt, dass wir die 25.234, ja, dieses Level nicht nach unten hin durchbrechen. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, das ist nämlich genau dieses Hoch hier an dieser linken Stelle gewesen. Ja, hatten wir hier dann auch perfekt dann hier nochmal angetestet. Auf dem Tageschart sieht man das Ganze sogar nochmal viel, viel besser und sind hier einfach nochmal nach unten gelaufen auf die 25.2. Ja, und diese 25.2 bis eigentlich 24.8, das ist so eine Range von 400 Dollar, die müssen wir unbedingt halten. Wenn wir die nicht halten, geht es nochmal weiter nach unten, da werde ich dich aber dann jetzt hier dann gleich noch mal aufklären, bis wohin es sogar fallen könnte. Wenn man sich jetzt hier den RSI anschaut, RSI weiterhin in den überverkauften Bereich bei 20,4 Punkten. Wir waren hier auf dem Tiefpunkt bei 5 Punkte, Leute. Ja, also bei 5 Punkte war der absolute Tiefpunkt vom RSI. Ich glaube, auf dem 4-Stunden-Chart hatten wir das schon, ja, hier, ihr könnt es euch anschauen, auf dem 4-Stunden-Chart war der RSI nie tiefer seit einem Jahr, 2022, gehen wir mal runter, ob es nochmal irgendwann mal tiefer war auf 5 Punkte. Ich glaube, das war nur unser Corona-Crash. Das dürfte der hier gewesen sein, hier auf der linken Seite. Genau, das war unser Corona-Crash. Lass mich mal kurz gucken, nicht, dass ich euch hier Blödsinn erzähle.
Das dürfte hier gewesen sein, ja. Genau, da waren wir unten aber auch auf 10 Punkte. Hier waren wir nochmal tiefer auf 7,5. Also Leute, das war der tiefste RSI, den Bitcoin seit mehreren Jahren jetzt hier gesehen hat, auf dem 4-Stunden-Chart, by the way. Ja, um das nochmal hier für euch deutlich zu machen und einzugrenzen. Also das ist der tiefste RSI, den wir bei Bitcoin seit mehreren Jahren jemals hatten. Okay, und das ist richtig krass. Das ist richtig, richtig krass. Und Stand jetzt kann es ja eigentlich nur noch besser werden, ne? Muss man auch dazu sagen. Wir gehen rein in den 15-Minuten-Chart, schauen uns das an für euch Daytrader, was da reinkommt. Let's go. So, wir sind jetzt auf dem 15-Minuten-Chart. Bevor wir jetzt mit dem 15-Minuten-Chart loslegen, möchte ich euch noch auf eine kleine Aktion aufmerksam machen. Heute ist der letzte Tag. Wir haben noch 5 Plätze frei. Das bedeutet, wenn du jetzt hier immer schon dieses Thema Trading erlernen wolltest und vor allem jetzt hier plus 6 Monate Community-Zugang mitnehmen willst, heißt, du bist 12 Monate bei uns auf dem Discord-Server statt 6 Monate und bekommst noch 10% Rabatt dazu. Mach dir gerne mal ein Erstgespräch. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Es sind noch 5 Plätze frei. Wenn die voll sind, ist es voll. Und deshalb mach dir auf jeden Fall gerne da nochmal ein kostenloses Erstgespräch und lass uns schauen, wie wir dir hier weiterhelfen können. Jetzt schauen wir uns aber Bitcoin an. 15-Minuten-Chart, wie du ganz gut sehen kannst. Ja, unsere Range hat sich natürlich jetzt hier geformt, also unser Psi High und unser Psi Low ist jetzt im Moment, Stand jetzt, knappe $162 groß. Das ist ganz okay. Ja, das bedeutet, dieser Hochpunkt hat unser Psi High markiert und dieser Tiefpunkt hat unser Psi Low markiert. Jetzt siehst du auch, dass wir immer wieder wunderschön an diesem Psi Low und dem Pivot Point jetzt erstmal Support finden. Ja, und wir eiern jetzt erstmal hier ein bisschen rum. Sollte jetzt heute dieses Psi Low und der Pivot Point nicht mehr als Support fungieren und wir hier drunter fallen, dann ist erstmal kurzfristig gesehen M2 drin. Warum? Weil wir hier nochmal eine Vector Candle haben, die wird dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit abgeholt. Und dann gehe ich sehr stark davon aus, dass wir hier erstmal auf M2 durchaus nach unten fallen können. Und dann auch nochmal ganz wichtig, wenn dieses M2 Level dann nicht als Support dann hier fungiert, dann sind wir in der nächsten Range. Die nächste Range heißt M2 bis M1. Hier haben wir dann nochmal Vector Candle 1, Vector Candle 2 und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in diesem Bereich hier unten, wenn du das hier nämlich anguckst, einmal das hier, bumm, hier durchaus nochmal reinkommen können. Also das kannst du gerne mal als Support-Box hier einzeichnen. Das ist einmal dieses Tief, was wir hier geformt haben mit diesen 2 Wicks. Das heißt, solange wir hier drüber bleiben und wundersamerweise liegt hier auch M1 drin, solange wir hier drüber bleiben, erstmal alles noch entspannt. Es wird richtig brenzlig, wenn wir hier drunter fallen, weil dann werden wir die Vector Candle abholen, dann werden wir nochmal auf die 25,2 fallen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann unsere $25.000 glatt anlaufen und antesten werden. Also das auf jeden Fall nochmal dazu, so auf dem 15-Minuten-Chart. Heute wäre es dann auch noch ganz gut, wäre natürlich perfekt, wenn wir hier im Laufe des Tages hier ein bisschen noch hier drüber gehen, vielleicht so Richtung M3-Level, aber auch nochmal ganz wichtig, wir wollen halt kein CME-Gap. Ja, wir wollen heute keinen großartigen Anstieg irgendwie jetzt hier, dass Bitcoin jetzt auf $27.000 geht, ja, sondern eigentlich wäre es ganz gut, wenn wir einfach in dieser Range hier drin bleiben, damit wir kein CME-Gap haben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir jetzt nach oben hin ausbrechen würden, dann würde ein CME-Futures-Gap entstehen, ja, also hier ein luftleerer Raum und das ist dann wie bei Aktien, der wird dann immer sehr gerne dann wieder angelaufen und dann geht es erst wieder in die nächste Richtung, also am besten wirklich wäre es, wenn wir hier unten irgendwo einen Daily Close dementsprechend hätten. Stichwort Daily Close, schauen wir uns das Ganze hier auch nochmal an. Wir sind gerade auf dem Tageschart und wie du hier ganz gut sehen kannst, unter uns liegt jetzt nochmal ganz gut Volumen. Das ist genau der Bereich 25.000 bis 24.800 US-Dollar. Hier liegt genau einmal unser Tief, was du hier ganz gut sehen kannst. Das ist einmal unser Tief hier gewesen. Und jetzt heißt es halt wirklich Zähne zusammenbeißen und hoffen, dass jetzt hier nicht weiter nach unten geht. Denn Wochenchart, Leute, ihr seht jetzt hier, was hier passieren kann. Wochenchart könnte sich ein mega großes M hier bilden, ja, und das wäre ein sehr, sehr bärisches Chart-Pattern und vor allem ein bärisches Reversal seit unserem ganzen Anstieg, den wir jetzt hier an dieser Stelle hier gehabt haben, ja, heißt für uns jetzt nichts anderes, wir müssen auf jeden Fall unser Weekly Close über den wichtigen 200er Weekly EMA haben, der sich im Moment bei knappen 25.000, was haben wir hier, $25.640 hier befindet, sonst haben wir hier eine massive Minus Distribution und der größte mögliche Weekly Support, ja, was Volumen angeht, würde erst wieder bei knapp $23.200 reinkommen, also eigentlich so in diesem Bereich hier. Ja, und wir hätten dann wieder alle wichtigen Weekly EMAs über uns. Ja. Und das wäre wirklich überhaupt nicht gut. Das heißt, wir brauchen die nächste Woche definitiv eine Reaktion und am besten wieder Richtung $28.000 nach oben. Warum denkst du jetzt hier, ja, wieso sagst du mir das jetzt hier, vor allem mit diesen M-Pattern? Und zwar
hat ein, der Analyst, der Gray bei uns, eine sehr coole Analyse gemacht, natürlich für die Bären, ja, und hat einfach mal sich das Ganze angeschaut, und das wollen wir euch nicht vorenthalten, wie das Ganze aussehen könnte, wenn wir das zum Beispiel jetzt hier bei unserem Wochenchart jetzt hier doch dieser Abverkauf passiert, ja, wohin geht's denn, wo kommen wichtige Support-Level rein, und das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall mal an, weil es definitiv sehr spannend für euch werden könnte. Und zwar siehst du nämlich jetzt hier einmal unseren Tageschart auf Binance, ja, und was jetzt sehr interessant wird, ist halt nämlich jetzt folgendes: Zum einen, wie du ganz gut sehen kannst, hatten wir hier auch ein mega großes Double Top, ja, das war das letzte Double Top hier bei uns auf unserem Bullenmarkt, und jetzt wird die Sache halt interessant, denn wenn wir wirklich diesen Abverkauf sehen würden, würde es sich nichts anderes als ein mega großes bullisches Reversal auf dem Tageschart jetzt hier dann formen. Ja, auch hier Worst Case, erstmal wichtiger Support, 24,8 ist genau das, was ich euch auch eben gesagt habe. Das ist erstmal der erste wichtige Support, der reinkommt. Ja, wenn der dann hält, alles tiefenentspannt. Sollte dieser allerdings brechen, dann wird es relativ zeitnah wieder Richtung 20.000 Dollar gehen. Da kommt dann hier Level 2 Support rein. Ja, bei knapp 20.150, das war nämlich dann dieses Tief, was du hier gesehen hast, ja, das war genau das hier. So, und wenn wir hier dann nochmal weiter nach unten fallen sollten, also sollten diese 20.150 Dollar hier dann nicht halten, ja Leute, dann kann es sogar hier nochmal runtergehen Richtung 15.800 US-Dollar, und das wäre dann nichts anderes als ein riesengroßes bullisches Reversal, was uns dann darauf vorbereitet, auf das nächsten Halving, auf den nächsten Halving-Zyklus. Also schreibt es auf jeden Fall gerne mal unten rein in die Kommentare, wollt es euch mal nicht vorenthalten, weil das kann immer noch passieren. Und ihr wisst ja, ja, auf meinem Kanal, ihr seid auf jeden Fall so upgedatet, damit du auch das absolute Worst-Case-Szenario zumindest mal im Hinterkopf hast und dann trotzdem ganz genau weißt, was dann passiert, was zu tun ist, wenn wir dann hier trotzdem nochmal weiter nach unten fallen sollten. Dann schauen wir uns noch kurz den Wirtschaftskalender an. Wirtschaftskalender, was passiert die Woche? Dienstag, Verkäufe bestehender Häuser wird uns nicht auf den Bitcoin beeinflussen. Dann haben wir am Mittwoch Einkaufsmanager-Index, Baugenehmigung, kann durchaus auf dem traditionellen Markt auf jeden Fall mal hier zu einer kleinen Auswirkung kommen. Donnerstag Erstanträge Arbeitslosenhilfe, und am Freitag haben wir FED-Vorsitzender Paul spricht, und das um 16.05 Uhr. Also Freitag und Donnerstag sind hier auch wieder die wichtigsten Tage an dieser Stelle. Das heißt, auch da ist es weiterhin so, der traditionelle Markt kann immer noch reagieren, kann immer noch weiter nach unten korrigieren, und das ist einfach auch immer weiterhin das Problem. Auch wenn der traditionelle Markt hier nach unten geht, ja, wird es Bitcoin sehr, sehr, sehr schwer haben, die Gegenbewegung zu machen. Das heißt, auch Bitcoin wird dann mit nach unten gezogen. In diesem Sinne soll es das für dieses Video jetzt hier gewesen sein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, wenn du hier gerne mal ein Like da lässt. Lass auch gerne mal einen Kommentar da, und ja, abonniere gerne diesen Kanal. Morgen gibt es dann auf jeden Fall wieder ein Update-Video in alter Frische. Gerne das Video teilen, und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Pass auf dich auf, dein Basti, und wie immer, ciao, ciao.